picture full of light includes a happy memory, memories bright. I can change your thoughts, my dear. I can change your fears, but if you wanna travel near to make it disappear. Oh. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich grüße euch von der vierten Etappe des Meraner Höhenwegs vom Eishof nach Velders übers Eisjöchel. Da vorne geht es jetzt lang, erstmal weiter bis zum Talende und dann 800 bis 900 Höhenmeter hoch zum Eisjöchel auf 2900 Meter. Das Wetter ist ein bisschen durchwachsen, es soll ab mittags Regen und Gewitter geben, deshalb bin ich früh aufgebrochen, kurz nach 6 aufgestanden. Gefrühstückt, jetzt ist es kurz vor 7. Kurz hinterm Jöchel oben gibt es die Stettiner Hütte. Da sollte ich dann zwischen 10 und 11 Uhr ankommen. Und dann geht es nochmal fast 1300 Meter runter Richtung Velders. Es wird ein langer Tag, aber zumindest sollte ich bis zum Mittag über den Grat sein. Und im Abstieg, wenn es dann regnet oder gewittert, ist nicht allzu dramatisch. Aber im Aufstieg oben am Grat, das würde ich gerne vermeiden. Absolutes No-Go. Deshalb bin ich jetzt auch als einer der ersten hier aufgebrochen an der Hütte. Ich drehe mich nochmal um. Das ist der Eishof, wunderschön gelegen. Am Ende des Tals kann ich nur jedem empfehlen, dort zu übernachten. Total nettes, junges Team. Super Essen. Schöne Lager, ganz gemütliche Hütte. Ja, das war wirklich ein Highlight jetzt da, die Nacht. Hätte ich nicht erwartet, das alles ein bisschen einfacher erwartet. Natürlich ist da auch einfach, aber irgendwie auch nicht. Also nicht schmuddelig oder altbacken, sondern eigentlich super gemütlich. Da auch gestern noch einige Mitwanderer getroffen, den ganzen Tag über schon. Immer mal wieder die gleichen. Auch in den letzten Tagen begegnet man immer denselben Menschen, die alle hier auf dem Weg unterwegs sind. Und die Etappe gestern ist wie so ein Trichter hier ins Vossenbachtal und am Ende enden irgendwie fast alle hier am Eishof und dann sitzt man beim Essen natürlich abends zusammen und da hält sich auch. Also es war ganz gesellig gestern, auch nicht so langweilig. Geht der Abend auch rum, ja, wunderschön. Also hier der Eishof, top. Ja, jetzt geht's erstmal weiter auf diesem Weg hier. Ich denke mal noch gut 20, 25 Minuten. Und dann geht irgendwann der Weg links ab, hoch, immer hoch, immer gut 2,5 Stunden bergauf und auch ein bisschen anstrengender, quasi die Königsetappe. Und ja, oben soll es auch noch ein bisschen Schnee liegen, da bin ich auch mal gespannt, wird es noch über ein bisschen Altschnee gehen, aber ja, nichts Dramatisches, gehe ich von aus, ganz easy, seit einer Woche ungefähr wird der Weg hier gegangen. Ist ja erst Anfang Juli. Der Winter war lang. Schnee hat sich hier zäh gehalten. Wird sich garantiert auch noch 1, 2, 3 Wochen da oben halten, wenn der überhaupt ganz weggeht. Ist ja oft so, dass da so gegen 3000 Meter Höhe der Schnee den ganzen Sommer lang bleibt. Ja, aber ich werde euch berichten heute. Ich freue mich, dass ihr wieder am Start seid. Und ja, melde mich dann immer mal wieder im Verlauf der Etappe. Ja, hier endet jetzt diese
dieser alte Militärweg aus dem Ersten Weltkrieg endet jetzt hier, wird jetzt hier schmaler. Hier steht jetzt auch wieder die 24 am Wegrand. Und jetzt wird es hier auch deutlich steiler. Bis jetzt ging es relativ moderat hier ins Talende. Ja, links oben ist ein schöner Wasserfall. Das ist einer der vielen Zuflüsse hier von rechts und links in den Vossenbach, den man immer noch deutlich hört. Das ganze Schmelzwasser, Quellwasser kommt von da oben runter. Ja, jetzt geht es hier in den ersten Anstieg über so eine erste Kuppe rüber. Ja, der Weg verläuft jetzt hier parallel zu einem echt großen Schneefeld noch. Trotzdem kommt die Sonne da raus, wunderschön. Warme Sonnenstrahlen, rechts der Schnee. Super schöne Aussicht jetzt nach vorne auf die Gipfel da. Und links, noch nicht ganz zu sehen, links wird es rübergehen zum Jöchel. Aber ich kann sehen, dass der Weg sich noch relativ lang hier über die grünen Hänge nach oben schlängelt. Aber hier ist jetzt wirklich ein beeindruckendes, großes Altschneefeld. Kommt von rechts so ein bisschen Kühle hoch, kühle Luft. Und von vorne die warmen Sonnenstrahlen. Ja, da das früher hier wirklich militärischer Versorgungsweg war, bleibt der Weg hier relativ breit und ist nicht allzu steil. Es kommt garantiert später noch, wenn es noch zum Jöchel geht, wird der Weg schmäler und steiler werden. Aber hier ist jetzt noch relativ breit und die Steigung ist auch noch nicht allzu dramatisch. Ja, da oben ist eine kleine Ziegen-Schafherde. Schafe, glaube ich eher, wenn ich das richtig sehe, ja. Gucken ganz gespannt in meine Richtung. Aber die sind hier deutlich bessere Kletterer, als ich einer bin. Also bin ich null Gefahr für die. Die würden mir hier weglaufen. Aber jetzt schon über 2000 Meter hoch hier. Und immer noch kleine Herden unterwegs. Vorhin waren es Kühe und Pferde. Jetzt gibt's da ein paar Schafe. Thank you.
Ja, hier kommt man jetzt auf so eine kleine Ebene. Geht über so eine alte Steinmauer hier. Brücke, was auch immer das hier war. Zum dritten Wegweiser. Bis dahin gehe ich jetzt mal mit euch. Da rechts hoch sieht man den Weg. Da geht's hoch. Da ist das Jöchel. Auf jeden Fall in Sichtweite. Jetzt nicht mehr ewig weit weg. Aber hier ist jetzt ganz schön schattig. Und deshalb werde ich jetzt mal meine Jacke anziehen. Sonst bin ich morgen krank. Und das werde ich jetzt mal hier tun. Am Wegweiser. Auf diesem kleinen Plateau. Steht jetzt immer noch eine Stunde. Daran sieht man diese Absurdität dieser Zeit. Da sollte man sich lieber auf seine eigene Erfahrung verlassen. Ja, so richtig steil sieht das ja gar nicht aus bis da oben. Das sind so Serpentinen, die es jetzt da hochschlängeln. Da oben noch ein bisschen Schnee. Hätte ich mir jetzt schlimmer vorgestellt. Ganz entspannt. Ja, wie gesagt, erstmal Jacke anziehen. Dann geht's da hoch. Von da oben melde ich mich auf jeden Fall nochmal. Ja, hier geht es jetzt nochmal über ein kleines Schneefeld und hier rechts war so ein kleines Biwak. Betonung liegt auf war. Da sieht man mal, was hier im Winter an Lawinen runterkommt, welche Gewalten hier toben. Also das hat es komplett zerstört. Wahrscheinlich so ein kleines Schutzbiwak oder Materiallager. Man weiß es nicht, auf jeden Fall komplett zerstört. Ja, hier links auch sieht man ein gutes Geröllfeld. Kann man sich einigermaßen vorstellen, was hier so runterkommt. Ja, hier oben wird der Weg jetzt ein bisschen anspruchsvoller. Nicht mehr allzu breit. Die Luft wird dünner. Es wird ein bisschen steiler. Die grünen Wiesen sind weg. Jetzt kommt hier karge Felslandschaft, was auf fast 3000 Meter ja auch nicht ungewöhnlich ist. Ja, hier geht es jetzt in den Schnee. Ich denke mal, das wird sich auch bis zum Jöchel jetzt auch nicht mehr ändern. Das heißt, ich werde jetzt hier den Weg durch den Schnee suchen und dann da hoch zum Jöchel gehen. Ja, hier oben ist der Weg jetzt nicht mehr so ganz eindeutig zu erkennen, aber man sieht überall noch Wegmarkierungen. Hier muss man sich jetzt so ein bisschen selbst orientieren. Man weiß ja, dass es da hoch geht und man sieht halt immer wieder Markierungen. Aber hier unten am Weg muss man schon genauer hinsehen, wie man am besten läuft. Es gibt da nicht mehr den einen Weg, gibt es oft zwei, drei Varianten. Die Luft wird hier dünner,
das sieht es ja schon in Sichtweite. Ja, kurz vorm Übergang steht jetzt hier nochmal ein Wegweiser, Stettiner Hütte, 10 Minuten, Eishof 1,30. Ja, im Abstieg muss man es ja schon beeilen, um 1,30 zu schaffen. Steht hier nochmal Stettiner Hütte, 5 Minuten. Naja. Ja, hier ist ein bisschen angefangen zu tröpfeln, ein bisschen zu regnen. Das jetzt, wenn hier eine Wolke drüber zieht, regnet es direkt ab hier oben. Ja. Super schön. Jetzt hier weiter. Mal ein bisschen Schnee. Muss ich hier mal eben hochklettern. Muss ich euch mal weglegen. Ja, hier oben wird es schon ganz schön frisch, wenn man jetzt länger sich nicht bewegt. Jetzt gerade nochmal meine Handschuhe angezogen. Ja, ich mache mich jetzt an den Abstieg rüber zur Stettiner Hütte. Das sind nur ein paar Höhenmeter. Geht jetzt aber hier durch ein großes Schneefeld. Wird dann da eine Pause machen. Und danach geht es dann wirklich irgendwie fast 1300 Meter runter. Bis Felders, zu meinem Etappenziel heute. Ich denke, dass der Abstieg deutlich anstrengender wird als der Aufstieg heute Morgen. Mache ich mich auf einiges gefasst. Aber es ist noch früh am Tag. Da hinten, das Wetter da hinten sieht zwar nicht so gut aus, aber das kann sich auch noch ändern. Aber zumindest bin ich hier bei relativ gutem Wetter übers Jöchel gekommen. Und freue mich jetzt da drüben auf ein warmes Getränk und eine Pause. Pause verlasse ich jetzt hier die Stettiner Hütte. Ich brauche nochmal ein paar Mitwanderer von gestern Abend hier getroffen. Die sind ein bisschen nach mir gestartet. War ganz schön, gerade nochmal wiederzusehen. Ja, und jetzt geht es hier an den Abstieg Richtung Lazinser Alm. Knapp über 1300 Höhenmeter runter. Wird jetzt anstrengender werden als der Aufstieg. Also, jetzt ganz schön in die Beine gehen.
vielleicht auch nochmal, ziemlich sicher sogar nochmal durch das eine oder andere Schneefeld hier unter der Materialseilbahn durch. Ja, man, dass ich da jetzt locker 3 Stunden runter brauche. Aber das Wetter hat sich so ein bisschen gefangen, sogar ein bisschen die Sonne raus. Es sah vorhin ein bisschen schlechter aus. Also kein Grund zur Eile. Hier war gemütlich hier runter. Der Tag ist ja noch lang. Witzig, man kann jetzt hier das Geräusch der Materialseilbahn hören und auch sehen, wie das Seil sich bewegt. Die ist ziemlich lang, die geht runter bis zur Lazinseralm. Ich denke mal, dass da jetzt irgendwas auf dem Weg ist und hier hochfährt. Das halte ich mal im Auge. Vielleicht kann man da gleich sehen, dass hier also an Verpflegung heute mit der Materialseilbahn hochgebracht wird. Ja, da unten kann man jetzt schon die Lazinseralm sehen, Zepichel und auch Felders. Also das Etappenziel ist schon vor Augen. Aber das sind einige Höhenmeter, die jetzt da runtergehen. Hier jetzt gleich nochmal ziemlich über ein langgezogenes Schneefeld rüber. Aber zumindest bei gutem Wetter, wunderschöne Aussicht, absolute Ruhe hier oben, gestärkt durch einen super leckeren Schokoladenkuchen auf der Stettiner Hütte. Geht's jetzt hier runter. Man hört das Surren der Seilbahn immer noch. Wie gesagt, noch ist keine Gondel in Sicht. Ich gehe jetzt erstmal hier weiter. Vielleicht sieht man das später, die Gondel. So, das große Schneefeld habe ich jetzt gequert. War eine ganz schöne glitschige, rutschige Sache. Ist nicht gefährlich, nur nervig. Schlechte Spur drin. Und ja, durch die steigenden Temperaturen ziemlich rutschig, seifig. Aber die Materialseilbahn habe ich gesehen und gefilmt. Da gab es Verpflegung für die Hütte. Schöne Sache. Sieht man nicht so oft in Aktion. Ja, jetzt geht's hier weiter. Ja, der Abstieg geht eigentlich ganz gut. Ist wieder ein relativ breiter Weg, da wo er zu sehen ist. Hier geht es jetzt nochmal über ein Schneefeld. Mit jedem Schritt runter wird es auch deutlich wärmer. Es scheint ja auch noch die Sonne hier. Besser kann man es nicht haben. Ja, hier in den kleinen Bänken und am Hubschrauberlandeplatz, der hier markiert ist, für Notfälle. Am Fuße eines Mastes der Materialseilbahn kann man eine wunderschöne kleine Pause machen. Man kann doch mal hochgucken zum Jöchel und zur Hütte und was trinken. Meine Jacke habe ich jetzt noch mal angelassen, ist doch noch relativ schattig, aber Mütze und Handschuhe brauche ich jetzt nicht mehr. Ja, ich mache mich jetzt weiter an den Abstieg, ganz gemütlich hier runter. Der Weg ist jetzt auch, denke ich mal, schneefrei, gerade aber hoffentlich das letzte Schneefeld, aber man soll den Tag nicht vom Abend loben. Von daher dass sie mich jetzt überraschen. Bin den Weg ja auch noch nie gelaufen. Ja, hier ist dieser Mast, der wahrscheinlich auch im Winter einiges mitmachen muss. Aber er steht gut verankert. Und wie wir vorhin gesehen haben, fährt die Bahn ja auch problemlos hoch und runter.
Ja, ich hätte allgemein hätte ich hier mehr Menschen erwartet. Klar, auf der ersten Etappe, die glaube ich auch die schönste ist. Ah, guck mal hier, das nächste Schneefeld. Die wirklich auch anscheinend die schönste ist und bisher auch die schönste war. Klar, da war es relativ voll. Es wird dann immer weniger. Jetzt hier vom gestern ins Vossental und auch heute hier sieht man eigentlich immer die gleichen Leute. Werden deutlich weniger. Viele haben auch Respekt hier vor der Etappe. Kann ich jetzt nicht so ganz bestätigen. Ich denke, die ist relativ einfach bis jetzt. Schreckt vielleicht viele ab, die Höhenmeter hoch und runter, aber der Weg ist einfach ja, easy zu laufen und ich würde fast behaupten, auch familienfreundlich. Also das ist jetzt kein großer Akt. Wie ihr seht, ist vorne der Weg relativ breit, gut markiert. Es gab jetzt keine gemeinen steilen Passagen, wo man jetzt viel klettern musste oder den Weg suchen musste. Vor der Länge der Etappe sollte man Respekt haben, das Wetter sollte man im Auge haben, wenn es da hoch geht. Aber an so einem Tag wie heute absolut kein Problem zu laufen. Aber relativ wenig Menschen bis jetzt. Vielleicht ist es auch noch nicht genau die Hochzeit hier. Ich meine, es ist Anfang Juli. Den Weg kann man auch bis September laufen. September ist eh die schönste Zeit in den Bergen. Ich weiß jetzt auch nicht, wie viele Alpinen und Bergschulen den Weg laufen. Es reicht ja schon, wenn die einen Tag später starten, schon läuft man den nicht über den Weg. Die meisten Alpinen und Bergschulen laufen auch nicht die Originalroute, sondern nehmen nur einen Teil des Meraner Höhenwegs mit, obwohl die Tour dann trotzdem Meraner Höhenweg heißt. Das liegt daran, dass meine fünfte und sechste Etappe, also zwischen Felders und wieder zurück zum Hochmut auf dem Originalweg, wohl nicht die aller, also wird wahrscheinlich schön sein, aber keine großen Highlights mehr bieten und auch relativ anstrengende Berg- und Talfahrten werden da kommen. Das lassen viele Bergschulen aus, die laufen dann lieber über die Spronser Seen in beide Richtungen, weil das wirklich auch noch ein Highlight ist und viele dieser Bergschulentouren gehen halt meistens nur 6 Tage und in 6 Tagen den kompletten Weg und die Highlights zu sehen, wie die Spronser Seen oder die Mattatsspitze oder so, das kriegt man halt da nicht unter. Deshalb wird bei den Bergschulen der Meraner Höhenweg in anderen Varianten gegangen. Sollte man sich genau angucken, wenn man da mitläuft, dass man da nicht ja, die Falle tappt, wenn man wirklich die komplette Route laufen möchte, weil das wird da nicht der Fall sein. Ich hatte das da hinten hatte ich immer für die Lazinser Alm gehalten, aber das ist der Lazinser Hof. Die Lazinser Alm ist hier unten, die kommt jetzt ins Blickfeld. Geht jetzt hier nochmal ordentlich runter in Serpentinen. Hier möchte ich nicht hochlaufen, muss ich ehrlich gestehen. Da war heute Morgen der Aufstieg gefühlt einfacher und nicht so steil und nicht so, natürlich auch nicht so lang. Klar, das ist ein Unterschied, ob man 800 Meter hochläuft oder 1300. Natürlich kann man das auch nicht vergleichen, Äpfel und Birnen. Aber ich denke, dass ich die richtige Wahl getroffen habe, indem ich im Uhrzeigersinn laufe. Aber das muss jeder selbst wissen. Jetzt für die unterschiedlichen Auffassungen. Der eine geht lieber mehr hoch als unter. Dann ist es diese Richtung, also hier aufzusteigen, auch keine schlechte Wahl. Man hat ja immer genug Zeit. Ja, die Lazinser Alm ist jetzt mein nächstes Zwischenziel. Da bin jetzt hier nochmal gefühlt, ich würde sagen, 300 bis 400 Meter runter. Ja, jetzt gibt es hier eine Umleitung. Ich hätte jetzt gedacht, dass der Weg, der geht auch eigentlich da hinten lang. Über diesen kleinen Rücken sieht man da unten die ganzen Serpentinen. Aber anscheinend ist da hohe Steinschlaggefahr von oben. Dann nehme ich das auch mal ernst, obwohl es jetzt hier spannend gewesen wäre, kriegt man auch eine kleine Dusche. Geht es unter so einem Felsen lang, wo von oben das Wasser kommt. Die Umleitung scheint es aber auch schon länger zu geben, weil der Weg hier auch befestigt ist. Da geht es jetzt hier runter ein bisschen steiler, würde ich sagen. Aber man sieht trotzdem den Weg und man kommt auch zur Alm. Thank you.
So, ich habe gerade den leckersten Kaiserschmarrn meines Lebens gegessen auf der Lazinseralm. Ein Traum, bisschen aufgewärmt, aber viel länger wollte ich jetzt nicht sitzen. Ja, der Weg ist jetzt hier links abgebogen von der Straße zum Lazinser Hof. Ja, wenn ich so zurückblicke hoch Richtung Stettiner Hütte, ist da alles im Nebel. Da wird es auch ordentlich schütten, mal bis es hier unten jetzt eingeregnet hat. Also genau vor dem Regen da oben drüber zu laufen, das war echt Glück heute. Ja, in wenigen Minuten habe ich Velders erreicht. Das Ziel der heutigen vierten Etappe vom Eishof nach Velders übers Eisjöchel. Ja, regnet ganz schön. Ich suche jetzt noch mein Hotel. Dann war es das für heute. Füße hoch, Wäsche waschen, Sachen trocknen und hoffentlich morgen bei gutem Wetter in die fünfte Etappe starten. Dann wäre jetzt die Stelle gekommen, wo ich mich wieder bei euch bedanke fürs Dabeisein und ja, hoffe, euch hat es gefallen, so wie mir. Also ich fand es wunderschön, heute ein bisschen hochalpin unterwegs zu sein. Und ja, sage herzlichen Dank. Und ciao, ciao, bis morgen.